15 Wörter im französischen Slang Verlan. 15 Mots en français en Verlan. Kennst du das? Verlan, das kommt vom Wort à l'envers, also umgekehrt, andersherum. À l'envers. Und wenn man das umgekehrt, also andersrum ausspricht, die Silben umgekehrt ausspricht, dann l'envers wird zum Verlan. Verlan ist also so ein Slang, so ein Wort, eine Sprache in der Umgangssprache, manchmal in etwas vulgär oder familiär. Was viele benutzen, es gibt viele Wörter im Verlan, die ich auch benutze im Alltag, andere, die ich eigentlich nie sagen würde, aber die es trotzdem gibt. Und heute werde ich dir 15 Wörter oder Ausdrücke im Verlan, im französischen Verlan, zeigen und beibringen. Erster Ausdruck, un truc de ouf. Ouf kommt von eigentlich fou, verrückt, fou, ouf, andersrum gesprochen. Un truc de ouf, es ist eine total verrückte Sache. C'est vraiment un truc de ouf. Oh, c'est un truc de ouf. Il m'est arrivé un truc de ouf. Es ist mir etwas Verrücktes passiert. Il m'est arrivé un truc de ouf. Das kann man sehr oft sagen. Zweiter Ausdruck, commas, kommt von ça, as, wird also nicht nur mit Silben, sondern manchmal auch Buchstaben andersrum gesprochen. As wird, also ça wird zu as, comme ça, commas. Commas, das benutze ich auch manchmal, ist eher in den letzten Jahren gekommen. Commas, il est venu commas. Er ist einfach so gekommen, ohne irgendwie Bescheid zu sagen. Il est venu comme as. Ou il m'a dit ça comme as. Er hat es mir einfach mal so gesagt. Comme as. Das kannst du auch benutzen. Drittes Wort. Une meuf. Une meuf kommt von une femme. Femme, meuf. Also wenn man es andersrum ausspricht, wie gesagt, wie immer im Verlan. Verlan andersrum gesprochen. Une meuf, une femme. Und das Ganze gibt es natürlich auch bei den Männern. Also wenn man von une meuf spricht, ist es nicht sehr schön. Also es ist nicht so nett, wenn man von einer Frau als meuf, wenn man eine Frau als meuf bezeichnet, ist es nicht sehr schön. Un mec. Un mec ist so wie ein Mann, aber schon etwas umgangssprachlich. Und dann eben im Verlan wird es dann un comme. Un mec, un comme. Also es ist beides für einen Mann ziemlich umgangssprachlich, auch nicht so ganz positiv gemeint, aber auch nicht so schlimm. Also man kann es schon auch benutzen. Ah, c'est un comme, c'est mon comme, c'est mon mec. Das ist mein Mann oder mein Freund eher. Dann also, c'est mon mec, c'est mon comme. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber das gibt es halt im Verlan. Fünftes Wort, un beurre. Also das hat nichts mit Butter zu tun, un beurre, sondern das kommt von arabe. Arabe, beurre, also andersrum, man muss schon ein bisschen nachvollziehen, ne? Beurre. Es ist natürlich nicht sehr höflich, auch nicht sehr, also es ist schon ein bisschen abwertend, wenn man von einem Araber als ein beurre spricht. C'est un beurre, oui, les beurres, les arabes. Es ist natürlich nicht super positiv gemeint, aber ja, man hört es schon eher, schon ziemlich oft. Dieser Ausdruck benutzen wir, um etwas auszudrücken, was uns nervt, was wir voll blöd finden. Dann würden wir sagen, c'est relou, c'est relou, c'est vraiment relou. Relou ist das Wort im Verlan von lourd. Ja, man muss es eben andersrum denken. Relou, lourd. Lourd ist schwer. Und wenn man von etwas sagt, dass es schwer ist, ist c'est lourd, man wird es nicht sagen, c'est lourd. Ah, oh, c'est vraiment lourd? Doch, das könnte man auch sagen. Aber dann eher, ah, oh, c'est vraiment relou. Das nervt mich wirklich. Das ist wirklich echt total blöd. Und ah, oh, das kommt jetzt auch noch dazu, ne? C'est vraiment relou, ce truc. Okay, dieser Ausdruck würde ich jetzt nicht benutzen, aber vielleicht einige Männer, wenn sie dann erzählen wollen, dass sie halt mit einer Frau zusammen waren oder zusammen sind. Und dann kann man sagen, il a pécho. Das kommt von choper. Choper ist schon ziemlich umgangssprachlich für attraper. Also man schon, kann sich schon vorstellen, wenn ein Mann sagt, dass er eine Frau chopé, dass er sie attrapé hat, ist nicht sehr wunderbar gemeint, es ist nicht sehr liebevoll, aber okay, il a chopé ou il a pécho une meuf. Das heißt, er ist mit einer Frau rausgegangen, also kann man das so auf Deutsch sagen, vielleicht auch nicht, egal. Il a pécho
une meuf. Also es ist wirklich sehr umgangssprachlich. T'es teubé? T'es teubé ou quoi? Das kommt von teubé, kommt von bête, ja, im Verlan nochmal umgekehrt. Bête, teubé. Also wenn man bei jemandem sagt, hey, bist du ja verrückt, bist du total dumm oder was, ja? T'es teubé ou quoi? Also eher dumm als verrückt, aber ja, du kannst dich dann vorstellen, in welchem Kontext du denn sowas benutzen kannst. Aber ich glaube, diese Wörter lernt man nicht in der Schule. Deshalb dachte ich, es ist wichtig, ein Video darüber zu machen. Ich hoffe, dass das Video dir gefällt. Es gibt noch ein paar Wörter, wir machen gleich weiter. Aber wenn dir das Video gefällt, dann nimm dir bitte die Zeit, mir einen Kommentar zu schreiben. Vielleicht kanntest du einige dieser Ausdrücke, vielleicht nicht. Vielleicht hast du auch andere Ideen von Videos, die ich jetzt machen sollte, hier auf diesem Kanal einfach Französisch, um dir beim Französisch lernen zu helfen. Schreib mir das bitte alles Kommentar. Ich freue mich, dich zu lesen. So, wir machen weiter. Wir sind jetzt bei Nummer 9. Es geht bis 15. Ich habe versprochen. Hier kommen zwei Ausdrücke, die ziemlich ähnlich sind. Der erste ist c'est chelou. C'est chelou. Kommt ganz einfach von Lusche. Lusche, also es kommt nicht von, also wie sagt man das auf Deutsch, wenn man die Augen kurz in der Mitte macht? Du siehst, was ich gerade mache. Ja, das ist Lusche. Das ist nicht das. Das hat auch nicht mit dem Schopflöffel zu tun. La Lusche. Non, c'est Lusche. Irgendwas ist nicht klar dabei. Ja, irgendwas ist. Da ist irgendwas unter. Wie sagt man das auf Deutsch? Da gibt es auch so einen Ausdruck. Aber irgendwas ist nicht klar. C'est Lusche, c'est chelou. Im Verlan dann, c'est vraiment chelou, ce truc. Es ist wirklich strange. Es ist komisch, ja. C'est vraiment chelou. Und der ähnliche Ausdruck ist auch vom Verlan, c'est zarbi. Zarbi kommt ganz einfach von bizarre, bizarre, zarbi, ja, umgekehrt ausgesprochen. Die Silben wirklich sind vertauscht. C'est zarbi, es ist wirklich bizarre, ja, strange. Es ist komisch, es ist irgendwas ist nicht klar, also irgendwas ist da, ja. C'est chelou, c'est zarbi. Ein Ausdruck, das kann man ganz oft sagen, wenn man zu jemandem sagen will, komm jetzt, lass das einfach sein, ja. Laisse béton. Das hat nicht mit dem Beton zu tun, das ist das, was auf der Straße, nicht eigentlich auf der Straße, sondern was man für die Häuser gebraucht. Ne, Bit auf der Straße ist Macadam. Sondern, nee, wenn man ein Haus baut, dann braucht man Beton, ja, dazwischen. Er sagt übrigens im Deutschen Beton. Da gibt es kein G am Ende von Beton. Auf Französisch heißt es Beton. Beton. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das werden wir vielleicht in einem anderen Video behandeln, wie man die richtige Aussprache hat. Aber auf jeden Fall, hier lässt Beton, das hat nichts mit dem Beton zu tun, sondern das kommt von tomber, fallen. Ja? Tomber, Beton. Lässt Beton, lass es sein. Ja? Lass es fallen sein, im Prinzip. Lass es fallen, lass es sein. Lässt Beton. Oh, te prends pas la tête, lässt Beton. Also. Mach dir jetzt keinen Kopf drum, ärger dich nicht drüber, sondern lass es einfach sein. Laisse béton. Il est vénère. Oh, wenn sich jemand ärgert, dann sollst du es lieber laisse béton. Aber wenn sich jemand ärgert und geärgert ist, vénère, énervé. Vénère. Also, ja, die Silben werden irgendwie anders gesprochen. Vénère, il est vraiment vénère. Oh là là, je sais pas ce qu'il a, il est vraiment vénère. Oh, laisse béton. Okay, da könnte man Sätze drüber machen, ne? Ah, dumpf. Ah, dumpf. Also, wenn du mit jemandem voll einverstanden bist und ausdrücken willst, dass es voll stimmt und dass du voll damit einverstanden bist. Ah, dumpf. Ah. Ey, il est vraiment vénère. Hein? Ah, dumpf. Ja, also kommt auch von fond. Ah, fond. Da wird das D nicht ausgesprochen bei fond. Voll, ja. Sondern, aber im Verlan wird das D hier ausgesprochen. Ganz komisch, gell? Ah, dumpf. Une teuf. Une teuf kommt von fête. Fête. Eine Party, eine Fiesta. Une teuf. Il a fait une big teuf chez lui. Oui, il y a une big teuf qui se passe. Une teuf ist also das Verlan-Wort für fête. Und als letztes kommt ein, was ich ganz lustig finde, ist wham. Wham kommt von moi. Also ich, ja, mich, kann ja in verschiedene Sinne gebraucht werden, dieses unverbundene Personalpronomen, wenn ich das nicht richtig, wenn ich das nicht falsch gerade einordne. Und ich werde bald ein Video darüber machen, übrigens, weil das ist im Deutschen eben, das gibt es halt nicht. Und das werde ich in einem anderen Video erklären. Aber hier eben moi
Im Verlan wird dann Wham. Une big teuf chez Wham. Also es gibt eine große Party bei mir zu Hause chez Wham. On fait une big teuf chez Wham. Une big teuf. Ja, natürlich, das ist ein bisschen Englisch ist auch dabei. Also ich hoffe, dass du mit diesem Video Spaß hattest, dass du einige Slangwörter im Französischen gelernt hast. Dieses Verlan, das solltest du unbedingt kennen, weil wir Franzosen das eben schon ziemlich oft gebrauchen. Nicht alle Wörter, die ich jetzt hier benannt habe, aber auch andere, die ich jetzt hier nicht benannt habe, weil es ja auch mehrere davon gibt. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Bitte schreib mir einen Kommentar und gib mir auch einen grünen, nee, grün, keinen grünen Daumen, das ist was anderes, einen blauen Daumen, wenn dir das Video gefallen hat. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren. Hier klickst du einfach drauf und dann kannst du auch auf die Glocke klicken. Ich werde es schon irgendwann hinkriegen, auf die Glocke klicken, damit du eine Nachricht bekommst, sobald ein neues Video von mir kommt. So, wir treffen uns dann, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Au revoir, salut!